Die Börsen knicken ein und wenn wir unseren Bundeswirtschaftsminister hören, ja, dann kann man auch nur zu einem Gedanken kommen, nämlich alles auf Short. Das darf man so natürlich nicht machen und aus diesem Grund gibt es jetzt einen rein objektiven Blick auf die Märkte. Wir haben Freitag, den 23.09., es ist 17 Uhr und wir schauen uns die Märkte an. Und zuerst der Blick auf den DAX. Hier sind wir an der markanten ungemein wichtigen Unterstützung im Bereich 12.200 bis 12.400 Punkte angekommen. Dieses Unterstützungsniveau, was uns jetzt quasi seit Anfang des Jahres begleitet, hat zuletzt immer Käufer angelockt. Und auch jetzt kann es, oder jetzt ist es so, die Unterstützung bleibt so lange Unterstützung, bis sie bricht. Wenn wir mal einen Tagesschlusskurs unter der 12.000-Punkte-Marke haben, dann dürfte ja, der Startschuss spätestens gefallen sein. Und jetzt kommt es darauf an, wenn die heutige Tageskerze schon unter der Unterstützung schließt, dann wird es gefährlich für den DAX. Und dann wird nämlich dieses ganze Szenario, was wir über mehrere Monate aufgebaut haben, das wird dann aufgelöst und nach dem Ausbruch unter so ein markantes Unterstützungsniveau, da sehen wir häufig, dass so diese Kursbewegung nochmal nach unten verläuft. Das heißt hier, ich habe das in grün mal dargestellt. Das heißt, dann sind wir wahrscheinlich relativ zügig im Bereich der 10.000-Punkte-Marke. 10.000 Punkte ist erstmal rein psychologisches Unterstützungsniveau. Und dann wäre der Markt auch tatsächlich erstmal kurzfristig deutlich überverkauft und eine Gegenreaktion wäre zu erwarten. Jetzt habe ich gesagt, die Unterstützung ist so lange Unterstützung, bis sie bricht. Und deswegen, was erwarte ich jetzt tendenziell? Ich erwarte jetzt erstmal so ein bisschen Seitwärtsbewegung. Und auch das wäre ein schlechtes Zeichen. Wenn wir Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau sehen, können wir uns darauf einstellen, dass das Niveau brechen wird. Was den Markt jetzt retten würde, das wäre eine schnelle Reaktion wieder nach oben. Und da könnten wir tatsächlich Rückenwind aus den USA bekommen. Wir schauen uns ein paar unterschiedliche US-Indizes an. Zuerst den wichtigsten, den S&P 500. Hier sind wir zuletzt deutlich zu weit angestiegen und jetzt fallen wir aktuell gerade wieder etwas zu weit. Die Verkäufer haben sich schon ordentlich verausgabt, den Markt hier wieder nach unten zu drücken. Wir kommen jetzt in den Bereich des letzten Verlaufstiefs. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer schauen, hier hatten wir eine alte oder da haben wir eine alte Unterstützung im Bereich 3500, 3600 Punkte. Deswegen erwarte ich noch einen Kursrutsch bis in diesen Bereich und dann sollten aber eigentlich die Käufer hier schon wieder aktiv werden. Da kann man mal gucken auf so Schatten unten, sowas, was man hier gesehen hat oder hier. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Käufer da wieder in den Markt kommen. Und jetzt gucken wir uns den Nasdaq an. Auch hier nähern wir uns einem sehr markanten Unterstützungsniveau. 10.640 bis 11.000 Punkte. Alte Verlaufstiefs, hier die Verlaufstiefs, ähnlich wie im S&P 500. Auch hier eigentlich identisches Bild. Ne? Der Weg nach unten, also ein bisschen Platz haben wir noch, viel ist es nicht mehr. Und dann erwarte ich wieder eine Reaktion. Wie die ausfällt, das kann man noch nicht sagen. Fällt sie schnell und steil aus? Kann gut möglich sein, darauf würde ich tatsächlich sogar im ersten Moment spekulieren. Also, dass wir das Niveau antesten und dann eine Gegenbewegung sehen. Wenn wir dann aber merken, oh Mensch, dieses Unterstützungsniveau, na, das wird wieder nur auf niedriger Flamme gekocht quasi, dann wird das weich gekocht und dann geht es nochmal eine Etage tiefer. Also, deswegen, erstmal müssen wir agieren, einsteigen, so, und dann gucken, wie sich der Markt entwickelt und dann entsprechend reagieren. Und wenn Sie interessiert, wie man die so Trading-Ideen umsetzt, ob mit CFDs, mit Hebelzertifikaten, wie auch immer, habe ich auf meinem Kanal ein Video veröffentlicht und ich habe zuletzt auch ein Thema über gute Broker gesprochen. Deswegen gucken Sie sich da gerne mein Video an. Mein Name ist Mario Steinrücken, genauso heißt auch mein YouTube-Kanal. Ich freue mich auch sehr über neue Abonnenten. 10.500 sind es aktuell. Also wenn ich Sie noch gewinnen kann, würde mich das mega freuen. Gucken wir uns einen weiteren Markt an. Und jetzt ein Blick auf die Blue Chips. Dow Jones. Hier haben wir ein richtig, das
ein wirklich sehr markantes Unterstützungsniveau. So, und auch hier sind wir eigentlich so ein Stück weit wie im DAX gelaufen. Übertreibung nach oben, Übertreibung nach unten. Wir sind jetzt hier an der Unterstützung angekommen. Deswegen, der Schmerz könnte noch ein paar Tage dauern und dann erwarte ich eine Gegenreaktion. Aufpassen müssen wir und wir wissen nie, wie der Markt tatsächlich läuft. Ich erwarte immer das, was am wahrscheinlichsten ist, was in der Regel immer vorkommt. Aber natürlich kann es diesmal alles anders sein und wir rauschen einfach durch diese Unterstützung durch. So, das müssen wir dann akzeptieren. Dann realisiert man einen Verlust und beim nächsten Mal wird es wieder klappen. So, und dann wird aus dem Unterstützungsniveau wird ein Widerstand und dann können wir uns darauf einstellen, dass wir nochmal einen Rutsch in Richtung 24.500 bis 25.000 Punkte roundabout sehen werden. Und ich sage mal, bei Verlierern ist es immer wichtig, ich sage mal, man riskiert 100 Euro und mit den Gewinnern muss man mindestens 200 Euro gewinnen. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Statistik beziehungsweise das Gesetz der großen Zahlen. Dann wird man damit Geld verdienen. Und so funktioniert Trading eigentlich. Es hat mit Zocken wenig zu tun. Jetzt gucken wir mal noch auf unsere Gemeinschaftswährung. Und man sieht hier kaum was, weil ich habe mal gezeigt, wo die Reise noch hingehen kann. Wir sind jetzt im Euro-Dollar aber an einer Unterstützung angekommen. Oder na, wir laufen kurz drauf. 0,96 ist eine markante Unterstützung. Auch hier erwarte ich eine Gegenreaktion. Das Problem ist, der Trend ist deutlich abwärts gerichtet. Und deswegen sind Unterstützungen weniger hoch zu gewichten als Widerstände. Das heißt, die Unterstützung dürfte eine Reaktion hervorrufen, aber auch die könnte wieder nur schwächlicher Natur werden. Und das wäre ein Zeichen, Achtung, es geht weiter abwärts für unsere Währung. Vielleicht haben wir noch eine zweite Währung oder vielleicht der eine oder andere unterm Kopfkissen liegen. Das ist der Goldpreis oder das Gold. Und hier auf US-Dollar-Basis. Ich spreche jetzt nicht von den Münzen, die wir im Schrank liegen haben oder unterm Kopfkissen, sondern rein über Papiergold, der Future. Aber auch da kann man ja Geld mit verdienen, um sich dann nachher wieder Münzen richtig physisch zu kaufen. Es geht also hier um eine Trading-Idee. Und im Goldpreis haben wir jetzt das Problem, dass auch hier hatten wir so eine markante Unterstützung, ähnlich wie im DAX. Ne? Und die bricht gerade nach unten. Wir hatten uns in den letzten Tagen schon auf niedrigem Niveau aufgehalten und jetzt kommt richtiger weiterer Verkaufsdruck auf. Und hier besteht ebenfalls, wie im DAX eben schon angesprochen, da hatten wir auch mal hier so ein Projektionsziel angelegt. Da hätten wir als Ziel dann den Bereich 1440 bis 1470 US-Dollar. Und da kann man dann auf jeden Fall noch ein paar Münzen kaufen. Wie dann der Preis in Euro ist und ob wir überhaupt Münzen kriegen, das steht auf einem anderen Papier, aber so zumindest jetzt erstmal rein die Papiergold-Trading-Idee. So, und das war es auch schon wieder aus der Welt der Charttechnik. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie ihm gerne ein Like, aber schauen Sie doch auch mal bei mir im Kanal vorbei, Mario Steinrücken. Ich würde mich sehr freuen über ein paar weitere Abonnenten und gucken Sie sich, was viel wichtiger ist, nicht unbedingt abonnieren, gucken Sie sich meine Videos an. Hebelzertifikate, CFDs, das letzte Video, und bei mir gibt es auch immer was zu lernen.